Hallöchen und willkommen zurück. Es wird geschrien. Wie am Spieß. So, ich muss jetzt aus diesem Dorf raus, ja? Eigentlich haben wir nichts mehr verloren hier. Aus dem Köhlerwald raus. In den Spuckwald. Da waren wir ja schon mal. Was für ein Wetter. Es regnet wieder. Ja, es regnet. Jetzt regnet wieder. Vielleicht sollte ich einen Regenschirm zaubern. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Hier müssen wir eigentlich rauskommen. Jo. Südstraße, Ackerland. Wir sind endlich draußen. Jetzt können wir unsere Suche nach dem Kult fortsetzen, würde ich sagen. Erika und Ingos Haus und nach Letzthafen. Von wo kam ich eigentlich her? Der rote alte Baum. Hof Odeel, Wolfshöhle. Kam ich nicht von Letzthafen? Ich weiß gerade nicht, von wo ich herkam. Ich kam von Letzthafen. Stimmt, Odeel, da hatten wir doch diese... Ja, genau. Ich kam von Letzthafen, gut. Aber wo geht's weiter hier? Muss ich wieder zurück, oder wie? Dann habe ich was übersehen. Das ist schlecht. Gut, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Die Südstraße. Keine Spur des Goldes. Würde ich sagen. Nach Letzthafen. Oststraße zum Wald von Niewinter. Dann gehe ich jetzt nach Letzthafen. Warnhefsturm. Der Magier, was? Deswegen sein Turm südlich von Letzthafen aufhört, hat zugegeben, dass er den Edelstein in seinem Besitz hat. Den er lädt so und so, der sich dem Gasthaus aufhält, erlangen will. Leider hat er den Edelstein in seinen Beschwörungsraum gelassen. Dort hat sich kürzlich ein magischer Unfall ereignet, waren es Imp Gulgirsch. Hat ein Portal in Jabys geöffnet und in den Räumen rund um den Beschwörungsraum wimmelt es nur so von allen möglichen Bestien und Dämonen. Warne fürs Tod. Also ist die Quest buggy. Ich glaube, Warne haben wir doch umgebracht, ne? Kann das sein? Tja. Ist dem so. Letzthafen. Letzthafen. Boah, jetzt sind wir schon da. Warte mal, wir waren da doch schon mal, ne? Ja, das ist Letzthafen.
Ich war tatsächlich schon mal in Letzthafen. In Neverwinter Nights 2 hat man die Möglichkeit, da hinzukommen. Und das sieht fast genauso aus wie in dem Spiel. Also das haben die fast 1 zu 1 übernommen. Das ist ganz gut. Einsilauf. Ach so, ja, oh Gott, wir waren ja hier schon mal. Scheiße. Na, dann können wir ja mal eben zurück zum... Alter Schwede. War eine Hütte. Warte mal. Oder ist hier der Warnef drin? Upsi. Ich gehe nochmal raus, nur mal gucken. Ich habe Angst, dass die Leute jetzt auf mich losgehen. Ich grüße euch. Okay. Ist also nichts. Gut, dann gehen wir in die Hütte von Warnef. Aua. Hey, ein 20er Beutel. Hey, diese Geräusche, die hören sie an, als wären sie echt. Hallo, was kann Tommy... Yep, schon erledigt. Dum, dum, dum. So. Gehen wir runter? War wohl nix. War wohl nix. Ihr seid verloren! Offenbar kommen wir nicht rein. Schade. Zu kompliziert, um zu öffnen. Gut. Schlüssel oder so ist da nicht, ne? Ne. Ich geh erstmal hier rein, Sachen verkaufen. Kann ich euch helfen? Ja, das da. Jetzt geht's los. Warnefs Edelstein, na super. Ein Questgegenstand. Ja, davon haben wir auch nicht genug. Zack, 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 zack und zack. Ja, was ist ein Bär? Hast du was gefunden? Stern von Kalimshan. Schon wieder so ein komischer Edelstein. Irgendwelche Schnelligkeitstränke. Eigentlich ein Haufen Müll, den ich... Warnef, Schutzstein. Alter Bär, hör auf. Oh, wow, die sind wert. 10.000. Gleich mal direkt richtig Geld verdient. So, zack. Tagebuch des Ziels. So, jetzt reicht's mir. Gegenstände, die für eine Handlung gebraucht werden. Toll. Jetzt habe ich auf immer und ewig diesen Wolfskopf in der Tasche. Feueropal, schon wieder Questgegenstand.
Langsam wird es zu viel mit den Questgegenständen. Aber wir machen Kasse, das ist gut. Ding dong. Boy. Das sollte ich hier echt offscreen machen. So zwischen den Folgen mal spontan verkaufen. So, jetzt wird's wichtig. 299, 4600. Die Legionsfaust bringt 3000. Und da haben wir nochmal die alte Armbrust, die viel kostet. So, Wiesen. Diesen Beutel verkaufe ich übrigens für lächerliche 92. So. Ich habe das Gefühl, wir sammeln Köpfe jetzt. Das brauchen wir nicht mal. Zigtausend Bücher. Ey, die brauchen so viel. Tja, gut. Mal ein bisschen rasten. Ja, dann sind wir soweit fertig. Das nächste, was wir machen, ist... Ist keine Ahnung. Irgendwas suchen. Ich gehe erstmal zu den Leuten. Vielleicht haben wir irgendwas über den Kult festgestellt, aber wissen nur nicht mehr was. Kann natürlich auch sein. Abgeschlossen? Warum abgeschlossen? Ach, da ist der Eingang. Es ist äußerst wichtig, dass ihr Fürst Naschas Auftrag... Habt ihr schon irgendwelche neuen Informationen über den Kult herausgefunden? Selbstverständlich. Fragt nur, was ihr wollt. Sicher. Na. Dann wünsche ich euch Glück. Die Götter sind uns gnädig, denn ihr habt all eure Mühen unversehrt überstanden. Mit etwas Glück möge alles... Mist. Ach, irgendwo war ich noch nicht. Ja, dahin ging aber nur ein Weg. Oststraße. Nordstraße. Flark. Also in der Südstraße waren wir. Wir waren aber auch in der Oststraße, wenn ich mich nicht irre. Wir waren aber auch im Norden. Ich suche mal eben den Weg. Das wundert mich jetzt. Ein warnes Portal verschließen. Suche nach dem Kult. Abenteurer haben gerne einen Agenten des Kultes in den Obergehöhlen nördlich von Letzthafen aufgespürt und getötet. Das Tagebuch, das er dabei hatte, hat keinen Hinweis auf die Operation des Kultes enthalten. Es weist jedoch darauf hin, dass andere Agenten des Kultes nach Köhlerwald im Süden und in den Wäldern von Nivend im Osten geschickt wurden, um dort nach einem wichtigen Gegenstand zu suchen. Es bildet sich also die Suche nach den... Ja, also im Norden sind sie nicht. Solomon. Ein Halbling namens Solomon hat sich im Gasthaus zum Bündniswappen an euch gewandt. Er wollte euch unbedingt einen Ring geben als Belohnung für die Rettung seiner Familie.
Bündniswappen, wo war's? Da. Machen wir das doch mal eben, ne? Aber ich glaube in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.